Ein Regenschauer kurz vor dem Start des 125 Kubikzentimeter Rennens hat vieles durcheinander gewirbelt. Reifenpoker und große Probleme für den an P3 stehenden Jonas Folger. Er konnte am Rennen nicht teilnehmen. Und bin halt schon, schon ziemlich enttäuscht, aber traurig, dass ich nicht mitfahren kann. Beim Aufwärmen hatte sich nämlich der Drehschieber verabschiedet. Bei seiner Aprilia Drum ohne Jonas Folger rein in dieses Rennen. Und wir achten auf den Mann mit der Startnummer 11 in neongelber Farbe mit weißer Verkleidung. Das ist Sandro Cortese aus P2 gestartet, übernimmt zunächst erstmal die Führung. Warum war dieses Rennen so spektakulär und turbulent? Das lag daran, dass aufgrund des Regenschauers die Hälfte des Feldes auf Regenreifen gewechselt hatte. Die Spitzenfahrer jedoch, die blieben cool und sind auf Slicks geblieben, was sich im Verlauf des Rennens als großer Vorteil herausstellen konnte. Insofern übernahm einer die Führung, nämlich Adrian Martin, der Spanier, der auf Regenreifen unterwegs war. Aber der schnellste Mann auf den Slicks, das war Sandro Cortese. Er vollführte diesen Eiertanz par excellence, ließ sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Und im Verlauf des Rennens, nach ein paar Runden, trocknete die Strecke ab aufgrund der Windverhältnisse, die hier auf Phillip Island herrschten. Die Sonne kam raus und die Strecke trocknete zusehends ab. Im Kampf um Platz 15 der Leader in der WM-Wertung, Nicolas Terol, der erstmal nach hinten durchgereicht wurde, von Startplatz 4 aus ins Rennen gegangen, kämpfte sich wieder durchs Feld und dann die Attacke, 18 Runden noch zu gehen, von Sandro Cortese auf Slicks eben unterwegs, hatte jetzt die Vorteile aufgrund der Streckenverhältnisse. Und der Deutsche schafft es sofort, einen großen Vorsprung herauszufahren. Links sehen Sie es eingeblendet. Mittlerweile Johann Sarko an Position 2. Bereits über 5 Sekunden der Vorsprung für den Ochsenhausener Sandro Cortese. Tolles Rennen auch von Marcel Schrötter. Auf der Mahindra im Teamduell gegen Danny Webb. Schrötter unterwegs auf der 77, aber Terol, der sich hier durchsetzen kann, vorbeifährt an den beiden Mahindra-Piloten. Terol mittlerweile schon auf Position 8. Ein weiteres teaminternes Duell zwischen Johann Sarko und Efren Vázquez. Beide unterwegs auf der Derby hier über die lange Start- und Zielgerade. Da geht es um Position 3 vor den beiden. Ist Salom unterwegs auf seiner Aprilia, im Augenblick der Zweitplatzierte. Und dann griff erneut Petrus ein ins Renngeschehen der 125er Klasse. Es begann wieder zu tröpfeln und infolgedessen entschied sich die Rennleitung auf den Abbruch. 3 Runden vor Schluss, Sandro Cortese damit der Sieger, souverän mit über 13 Sekunden Vorsprung auf Phillip Island. Nach dem Start habe ich eigentlich gleich gemerkt, dass ich ein gutes Gefühl fürs Motorrad habe. Der Martin vorne habe ich einfach nur abgewartet, bis er zurückfällt, weil er war auf Regenreifen. Aber es war wirklich extrem schwierig, vor allem am Anfang, weil der erste Teil komplett nass war und ich eigentlich nur versucht habe, auf dem Motorrad drauf zu bleiben. Und das am Anfang vielleicht gerade die ersten paar Sekunden da rausgefahren habe, wo ich dann am Schluss mir das Ganze einteilen können und ja, einfach mega, mega glücklich. Es war das beste Rennen, das Sandro Cortese jemals in der Motorrad-WM abgeliefert hat. Aufgrund dieser schwierigen Bedingungen gewinnt er vor Luis Salom und Johann Sarko. Der WM-Leader Nicolas Terol kommt auf Platz 6 und auf Platz 11 Marcel Schrötter. Ich hoffe es einfach, dass man einfach die Motivation jetzt hat, wieder mit einem guten Ergebnis nach Malaysia kommt, dass man da einfach, dass jeder motiviert ist, dass man vielleicht da wieder von Anfang an besser dabei ist und nicht von 20 starten müssen. Sandro Cortese feiert also seinen zweiten Grand Prix-Sieg in dieser Saison. Nach Brünn ist also auch hier auf Phillip Island ganz oben auf dem Podest. Herzliche Gratulation von unserer Seite. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf den WM-Gesamtstand. Nicolas Terol bleibt natürlich in Führung vor Johann Sarko, der immer noch theoretische Chancen hat auf einen Titelgewinn. Und Dritter jetzt Sandro Cortese mit 205 Punkten, der an
Maverick Vinales vorbeizieht.